Heute im Transferticker neuer Kandidat fürs Tor. Bayern will Chelseas Kepa. Außerdem Hoffenheim holt Wout Weghorst zurück in die Bundesliga und Barca kauft ein Freiburg-Talent und setzt dessen Ausstiegsklausel auf 1 Milliarde Euro. Rein geht's in die fixen Transfers. Die Rückkehr von Nikola Vlasic zum FC Turin ist perfekt. Sowohl West Ham United als auch der Serie A-Club bestätigten die feste Verpflichtung des 25 Jahre alten offensiven Mittelfeldmannes nach vorheriger Leihe in der letzten Saison. Bei den Italienern unterschrieb der kroatische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Als Ablöse werden Berichten zufolge 11 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 12,8 Millionen Euro fällig, womit Vlasic mit insgesamt 67,6 Millionen Euro zum Kroaten mit den drittmeisten Transfererlösen aufrückt. Beim FC Turin ist er wieder mit seinem Landsmann und Trainer Ivan Juric vereint, unter dem er vergangene Spielzeit 37 Partien bestritt. Der FC Chelsea hat wie erwartet Neuzugang Angelo für ein Jahr zu Straßburg ausgeliehen. Der 18 Jahre alte Flügelstürmer, der vor wenigen Wochen für 15 Millionen Euro Ablöse aus seiner brasilianischen Heimat vom FC Santos verpflichtet wurde, gehörte bei der Saisonvorbereitung zum Kader der Blues, soll seine Entwicklung aber beim Schwesterclub in der Ligue 1 fortsetzen. Angelo, der seinen Marktwert seit Anfang 2021 von 1 Million auf inzwischen 13 Millionen Euro steigerte, brachte es in jungen Jahren seit dem Profidebüt 2020 bereits auf 129 Einsätze für Santos. Dabei schaffte er 5 Treffer und 10 Vorlagen. Lazio Rom hat die Verpflichtung von Gustav Isaksen bestätigt. Der 22-Jährige wechselt von Midtjylland zu den Italienern und kostet dem Vernehmen nach 12 Millionen Euro. Bei Lazio unterschreibt er rechtsaußen einen Vertrag bis 2028. Im Juni konnte Isaksen seinen Marktwert zuletzt auf seinen persönlichen Höchstwert von 7,5 Millionen Euro steigern. Anfang August gab es auch Spekulationen um einen Wechsel zur AC Mailand. Nun ist es offiziell, der SC Freiburg verliert eines der größten deutschen Talente an den FC Barcelona. Der 16-jährige Noah Davic, der im Sommer die deutsche U17 als Kapitän zum Europameistertitel führte, unterschrieb am Dienstag bei den Katalanen einen Vertrag bis 2026 inklusive einer Ausstiegsklausel von 1 Milliarde Euro. Zunächst ist er für die zweite Mannschaft eingeplant. Als Ablöse kassieren die Breisgauer 2,5 Millionen Euro, wie Barca bestätigte. Laut Transferexperte Fabrizio Romano kann diese Summe durch Boni auf bis zu 5 Millionen Euro anwachsen. Noch nie zuvor kassierte der Sportclub einen Millionenbetrag für einen U20-Spieler. Davic war seit 2017 im Verein und wurde zu dieser Saison in die zweite Mannschaft befördert, die in der dritten Liga an den Start geht. 1,5 Jahre nach seinem Abschied vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley ist die Rückkehr von Wout Weghorst in die Bundesliga perfekt. Den 31 Jahre alten Stürmer zieht es zur TSG 1899 Hoffenheim, wie am Mittwoch bestätigt wurde. Der noch bis 2025 an den Premier League-Aufsteiger gebundene Niederländer wird für eine Saison ausgeliehen. Burnley überwies am Deadline Day im Winter 2022 für Weghorst 17,5 Millionen Euro an die Wölfe, nachdem er in 118 Bundesliga-Partien 59 Mal getroffen hatte. Es folgte zunächst eine Leihe zu Besiktas in die Türkei, bevor diese vorzeitig im vergangenen Januar beendet wurde, um eine weitere Leihe zu Manchester United zu ermöglichen. Dort verlor er seinen Stammplatz nach wenigen Wochen und war schlussendlich in 31 Spielen an 5 Toren direkt beteiligt. Kurz nach Wolfsburgs Mickey van de Ven hat Tottenham den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer Alejo Velis kommt aus seiner Heimat Argentinien von Ausbildungsklub Rosario Central und unterschrieb bei den Londonern einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse werden laut El Grafico 15 Millionen Euro plus Boni fällig. Damit steigen die Ausgaben der Spurs in diesem Sommer für 8 Spieler auf 193,6 Millionen Euro. Mehr investierten 2023/24 bislang nur 2 Clubs. Velis verlässt Rosario nach 19 Toren in 62 Partien. Mit den kolportierten 15 Millionen Euro Ablöse löst er Giovanni Lo Celso, der nun sein Teamkollege bei Tottenham ist, als teuersten Verkauf der Clubgeschichte ab. Wir starten die Gerüchteküche mit den aktuellen Dauerthemen rund um den FC Bayern, Harry Kane und Kyle Walker. Nach Berichten, wonach Harry Kane zu einem Verbleib bei Tottenham tendiere, kam es am Dienstagabend zu einer weiteren Wendung im Poker um den Stürmer. Der Zeitung The Times zufolge findet sich Tottenham zunehmend damit ab, den Angreifer zu verkaufen, sollte der FC Bayern sein Angebot auf 110 Millionen Euro erhöhen. Die Münchner wollen nach Informationen von Sky bis spätestens Mittwoch ein 4. Angebot unterbreiten. Dieses soll sich demnach im von den Spurs gewünschten Bereich inklusive möglicher Bonuszahlungen bewegen. Anders sieht es hingegen bei Kyle Walker aus. Wie The Athletic berichtet, hat sich der Engländer, mit dem sich die Münchner angeblich schon einig waren, nun doch gegen den deutschen Rekordmeister und für Manchester City entschieden, nachgebessertes Vertragsangebot inklusive. Bei Walker, dessen Arbeitspapier 2024 endet, konnten sich die Vereine nicht auf eine Ablöse einigen. Dem Vernehmen nach verdient dieser 9 Millionen Euro brutto pro Jahr und ein zweites verbessertes Angebot der Citizens soll den Routinier nun von einer Verlängerung überzeugt haben. Die lange Liste an Torwartkandidaten beim FC Bayern wird um einen weiteren Namen ergänzt. Wie Sport1 berichtet, steht nun auch Kepa vom FC Chelsea drauf, mit dessen Management erste Gespräche stattgefunden hätten.
Trainer Thomas Tuchel kennt den 28-jährigen Spanier von seiner Zeit bei den Blues, in der der Keeper 24 Einsätze unter ihm bestritt und soll ihn empfohlen haben. Auch Kepa, der mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro seit 2018 teuerster Torhüter der Welt ist, zeige sich offen für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Immer wieder musste Kepa in den letzten Jahren seinen Platz zwischen den Pfosten räumen. Es heißt, dem FC Bayern schwebt eine Leihe inklusive Kaufoption für den Keeper vor, der noch bis 2025 bei Chelsea vertraglich gebunden ist. Dieses Modell komme auch für den Spieler in Frage. Der Serienmeister wolle in der Torwartpersonalie vor dem Saisonstart in wenigen Tagen schnell Klarheit, nachdem man zuletzt den Vertreter von Manuel Neuer, Jan Sommer, zu Inter Mailand ziehen ließ. War Neuer, der sich erneut einem medizinischen Eingriff unterzog, bei dem eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt wurde, wieder zwischen den Pfosten stehen kann, ist unklarer denn je. Einige Stimmen sollen sogar von einem Comeback erst im Jahr 2024 sprechen. Nationalspieler Niklas Füllkrug sieht seine Zukunft laut Informationen der Sportbild vorerst bei Werder Bremen. Wie das Magazin am Mittwoch berichtete, seien die Grün-Weißen dem umworbenen Stürmer bei Verhandlungen während des Trainingslagers finanziell entgegengekommen. Ein neuer Vertrag solle dem Bericht zufolge bis 2026 laufen und eine Ausstiegsklausel enthalten. Sollte es allerdings bis zum Ende der laufenden Transferperiode am 1. September ein Top-Angebot geben, das auch für den Club passe, dürfe der 30-Jährige die Bremer noch verlassen. Erst im vergangenen Jahr hatte Füllkrug seinen Vertrag bei Werder bis 2025 verlängert und dabei Gehaltseinbußen ab dem 1. Juli 2023 akzeptiert. Künftig sollen seine Leistungen mit bis zu 3 Millionen Euro im Jahr inklusive Prämien entlohnt werden. Im letzten Jahr seien es noch 2,5 Millionen Euro gewesen. Die Transferflaute von West Ham United scheint kurz vor dem Saisonstart in der Premier League gegen Bournemouth beendet. Über einstimmenden Medienberichten zufolge befindet sich der im Juni bei Borussia Dortmund gehandelte Edson Alvarez auf dem Weg zu den Hammers. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler soll von Ajax Amsterdam kommen und am gestrigen Dienstag den Medizincheck absolvieren. Zwischen den Clubs bestehe Einigkeit über die Ablösesumme. Für Abräumer Alvarez werden, je nach Bericht, zwischen 32 Millionen und 35 Millionen Pfund, also ungefähr 40 Millionen Euro fällig. Mit der Vollzugsmeldung sei spätestens am Mittwoch zu rechnen. Laut dem Guardian macht West Ham nach der Personalie Alvarez an anderer Front ernst. Der Club hat der Zeitung zufolge 60 Millionen Pfund, rund 70 Millionen Euro, für Manchester Uniteds Duo Harry Maguire und Scott McTominay geboten. McTominay könnte auf der 8 zum Einsatz kommen, während Maguire das Abwehrzentrum stärken soll. Ein erstes Leihangebot plus anschließender 20 Millionen Option für Maguire sei von den Red Devils abgelehnt worden. Unter anderem das hohe Gehalt des 30-Jährigen gilt als Hürde. Laut der Times verdient Maguire pro Saison rund 12 Millionen Euro brutto und damit deutlich mehr als jeder West Ham-Profi. Die umworbenen Red Devils sind bis 2025 gebunden und streben nach mehr Einsatzzeit, die in London auf sie warten könnte. Dafür müssen sich die Clubs aber noch bei der Ablöse einig werden, denn United bewertet das Duo mit rund 90 Millionen Euro. Was sagt ihr zur Rückkehr von Wout Weghorst in die Bundesliga und wäre Kepa ein geeigneter Kandidat fürs Tor der Bayern? Hier haben wir jetzt noch weitere Videoempfehlungen für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal.